Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, wir sind immer noch in Ontario. Ontario übrigens liegt ein bisschen weiter östlich in Kanada. Westlich von Quebec. Yes, ich habe es nämlich gerade eben noch nachgeguckt. Und, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich glaube, ich hole mir den zweiten Caterpillar. Jawohl, und hier ist er, der Caterpillar CT680. Mal Leuchten aktivieren. Ihr den Kanal abonnieren, jawohl. Und oben rechts seht ihr es. Wir wollen heute den Evakuierten helfen. Yes, sei so gut und hilf uns, Freund. Wir mussten uns schnell evakuieren und den Anhänger mit all unseren Sachen zurücklassen. Bringe ihn hierher und wir werden uns erkenntlich zeigen. Yes, Lieferung zum Anhängerplatz. Die zwei Frachtcontainer, die da hinten sind. Und so wie ich das sehe, sind Frachtcontainer, die müssten eigentlich beide zwei Inventarplätze groß sein. Ich denke. Das heißt, die sollten auf den Pritschenauflieger draufpassen, beide. Und wenn wir mit dem Auftrag fertig sind, dann machen wir noch einen. Yes, denn ich glaube, das wird relativ fix gehen hier. Ach guck mal, ich hätte da vielleicht auch noch das Schnellgetriebe hier reinmachen können. Beim Caterpillar. Dann wäre ich hier vielleicht mega schnell durch die Gegend gedüst und hätte, weiß ich nicht, bestimmt einen Unfall gebaut. Ach ja. Das geht auf jeden Fall fix. So, stimmt, hier vorne ist ja eine Tankstelle. Aber auftanken müssen wir noch gar nicht. Naja, gar nicht nicht, aber wir müssen es einfach nicht. Wir haben noch mehr als genug. So, wo muss ich denn jetzt nochmal genau lang? Da ganz über die Brücke. Genau, die wir erbaut hatten. Und dann da einfach weiter. Okay, okay, okay. Sehr gut. Ah. Ich muss mich hier erstmal nochmal ein bisschen zurechtfinden. In Ontario. Ich meine, Serbei habe ich jetzt auch erst in den, weiß nicht, letzten 20 Folgen oder sowas richtig, ja, mich da drin richtig zu orientieren, Wissen zu orientieren. Verdammt, Satzbau. ja, da kannte ich mich dann erst aus. Also nach 30 Folgen oder sowas. Also, ich hoffe, das dauert hier nicht so lange. Und eigentlich ist es ja gar nicht so wild. Ich meine, wir haben zum Glück hier auch die schönen asphaltierten Straßen. Hier im Kreisverkehr, wo wir natürlich Fallsturm drin fahren. Aber wir sind halt auch einfach Brite. Nein. Apropos Fallsturm fahren. Ich war heute mit dem Auto unterwegs. Und bin ganz normal gefahren. Auf der rechten Spur. So, wir können. Achso, Alter, der Antrieb hatte noch gar nicht an. Das ist sehr gut. Da habe ich Benzin gespart. So, ist das hier schon? Nein. Noch eine weiter. Okay. Genau. Ich war mit dem Auto unterwegs und dann stand ich an der Ampel und mir kam dann auch einer entgegen. So, der musste auch an der Ampel stehen. Warten. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. So, hier machen wir jetzt schon mal Allrad an. Genau, und das war so ein Reinigungsfahrzeug. Mit so, also ein Kehrfahrzeug, der so den Rindstein und so weiter sauber macht. Okay, da nach rechts. Okay. Das sieht ein bisschen gefährlich aus hier. Die Strecke. Na gut, na gut. Und ja, da ist mir aufgefallen, in dem Ding, dass der Fahrer auf der rechten Seite sitzt. Und dann habe ich mir gedacht, hä? What the fuck? Warum?
Aber es macht ja auch Sinn, weil der auf der rechten Seite sitzt, weil er immer die rechte Seite sauber macht. Und er dann besser gucken kann. Und ja, das ist mir vorher nie aufgefallen. Nur weil ich jetzt an der Ampel stand und er mir dann so gegenüber stand sozusagen, weil von rechts welche gekommen sind. Und ja, da ist es mir überhaupt erst aufgefallen. Eigentlich auch ganz lustig. Netter Fun Fact, würde ich sagen. Wie gesagt, ist mir halt vorher nie aufgefallen. Aber es macht halt auch Sinn. Genauso viel Sinn wie den Lastengang zu benutzen, theoretisch. Aber was soll's. Ist hier erstmal egal. So wild ist es nicht. So, wie fahren wir? Ich glaube, wir fahren auf die Brücke. Bisschen drüber. Ne, wir müssen noch ein bisschen zurück wieder. Ich glaube nämlich nicht, dass wir so weit mit dem Clan so weit kommen, oder? Doch, gerade so. Sehr gut. Ich hole mal den hinteren Container zuerst. Ziehen wir mal ein bisschen hoch. Aber Container fischen hier. Ui. Das ist auch schön. Hier. Ach. Ich mag auch Nadelbäume einfach, ne? Das sind ja auch Kiefern hier. Wunderschön. Jawollo. So. Wir versuchen die Ladung schon mal ein bisschen zu drehen. Das Drehen dauert ein bisschen sehr lange im Spiel. Aber was soll man sagen? Wir haben auch ein bisschen was an Haken. Sehr gut. So, hier gehen wir wieder runter und wir schieben das mal nach hinten. Jawohl, sehr schön. So, und dann können wir den zweiten auch hochholen. Oh. Der ist da ein bisschen unter der Brücke. Under the bridge. Von den Red Hot Chili Peppers. Aber Red Hot Chili Pepper habe ich früher eigentlich nie so viel gehört. Also mache ich immer noch nicht so. Aber ich habe auf jeden Fall bisschen krasser Respekt für die, vor allem für den Drummer. Ich gucke auch gerne einen YouTube-Channel Drumio. Die laden sich ganz viele Drummer ein. So, auf Frachter laden. Jawohl, sehr gut. Dann wieder herstellen. Die laden sich nämlich Drummer ein von verschiedenen Bands. Ja. Können wir hier irgendwo wenden? Oder muss ich hier ein bisschen zurückfahren? Ja, ich fahre mal hier ein bisschen weiter nach vorne. Ich glaube, die Bäume hier können wir nämlich platt fahren. Genau, die laden sich Drummer ein von verschiedenen Bands. Jetzt bloß nicht wieder umkippen, dass die Container wieder im Wasser landen. Da muss ja nicht sein. Und ja, die zeigen dann, wie die Lieder von ihren Bands spielen zum Teil, aber auch die machen auch so Challenges mit denen. Und dann geben die denen nämlich ein... Oh oh. Und das alles nur, weil ich rückwärts fahren wollte.
beziehungsweise wenden wollte. So, ich glaube, wir können uns aber hier rausziehen. Yes. Genau, die geben dann, in denen dann ein Track ohne Drums von anderen Bands. Meistens irgendwie ein bisschen was Populäres oder halt auch was extrem Schweres. Da zum Beispiel auch der Drummer von Dream Theater da, der ist ja auch ein sehr, sehr guter Drummer. Ich weiß leider auch nicht, wie der heißt, weil ich Dream Theater auch nicht wirklich höre. Ich weiß nur, dass es, was ist das, Progressive Metal oder so? Oder Progressive Rock, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube Metal. Und der Drummer ist sehr gut. Und der hat zum Beispiel, ich glaube, ein Lied von Meshuggah oder sowas gelernt. Zum Beispiel. Wenn euch das alles nicht sagt, sorry, aber ich muss da kurz drüber reden. Denn die hatten dann auch den Drummer von den Red Hot Chili Peppers da. Und der hat, glaube ich, was hatten der nochmal gespielt? Also der hat sowieso gezeigt, wie er die einzelnen Lieder spielt und so weiter. Von Red Hot Chili Peppers. Und dann hat er, glaube ich, 30 Seconds to Mars oder sowas irgendwas gespielt. Ich glaube schon. Also diese Challenge halt, wo er den Track gehört hat, ohne Drums. Und dann halt selbst Drums dazu gebracht hat. Und alter Falter, der Typ ist auch sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Vor allem hat er alles in so First Try gemacht und so weiter. Und das hörte sich auch alles echt gut an. Also, auf jeden Fall ein Meister seines Fachs, wie man so schön sagt. Und, wie kam ich da drauf? Genau, wegen Under the Bridge. Ist ein Red Hot Chili Peppers Song. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Channel. Falls man auf Musik oder auf Drums oder was auch immer steht. Oh. Alter Falter. Immer ein Lastengang Differentialspritte. Ah, hier ist ein bisschen sehr matschig. Muss man sagen. Also auf jeden Fall ein bisschen schwerer voranzukommen. So. Ich habe jetzt gleich wieder eine Automatik. Sehr schön. Kann auch Allradantrieb ausmachen. Dann sparen wir ein bisschen Sprit. 102 Liter haben wir schon nämlich verbraten. So. Und jetzt müssen wir aufpassen, ja, dass wir nicht zu extrem in die Kurven gehen. Aber wir haben es schon gesehen. Der Auflieger, der, ja, will uns, glaube ich, überholen. Ab und zu in den Kurven. Dann sind wir dem nicht schnell genug. Obwohl die Caterpillar Trucks eigentlich ganz gut unterwegs sind, muss ich sagen. So. Und die riesige Feuerwerks ist auch mega. Mega cool. So. Genau. Ich würde sagen, dann tanken wir gleich an der Tankstelle nochmal ein bisschen auf. Dann bringen wir die zwei Container weg. Zu den Evakuierten. Helfen denen schon mal. Hier ist es auch ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Allein schon auch wegen diesem Baumstumpf da, ja, wo wir jetzt drin hängen bleiben. Das war ja klar. Der ist da echt fies platziert. Aber die Entwickler wollen einen ja auch ein bisschen nerven. Weil das ja mal ein bisschen anspruchsvoller machen. So, Allrad kann ich auch mal anmachen. Dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Yes. Sehr gut. So, dann können wir wieder ausmachen. Easy. Yes, wir können auch mal in die Innenansicht von dem Caterpillar. Ja, der sieht so ähnlich aus, ne? Aber sind ja auch beides Caterpillar CT 680 oder 68er Baureihe oder keine Ahnung was. 680 ist das hier und der andere war 681. Also, dass die ähnlich aussehen,
sollte da eigentlich klar sein. So, das hier ist die Herausforderung, glaube ich. Und hier... Nein! Hä? Moment hier mal. Jetzt habe ich Kraftstoff geladen. Ich will keinen Kraftstoff. Yes. So. Ich wollte tanken. Kurz Drive-by-Tanking, aber ich habe eben kurz Drive-by-Kraftstoff-Aufladen gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich so schnell verladen kann. Mann. So. Dann fahren wir mal durch die Stadt. Ja, es sieht hier alles so komisch überflutet aus. Die Straßen, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, am Feuer kann es ja nicht liegen, ne? Das ist ja... verkehrte Welt. Eigentlich müsste hier alles trocken sein. So. Wir sind schon mal bei der Werkstatt. So, bei der Feuerwache. Finde ich immer noch mega cool, dass man ja der Feuerwehr von Ontario hilft. Ja. Und dann dementsprechend seine Hauptzentrale, seine Werkstatt, was auch immer, bei denen macht. So, ist das hier? Nein. Dann ist es der Bereich. Jawohl. Dann liefern wir ab. Frachtcontainer. Einmal und zweimal. Sehr schön. So, hilf den Evakuierten. Du bist der Beste. Vielen Dank von uns allen. Gerne, gerne. Ich helfe doch gerne. So. Und jetzt fahren wir nämlich... Ja, können wir abkürzen eigentlich hier irgendwo? Ja, können wir, glaube ich, sogar. Weil ich möchte hier zum Lagerhaus. Ja, können wir hier abkürzen? Sieht ein bisschen wild aus, die Strecke. Schauen einfach mal. Einmal ein bisschen Offroad. Und mal gucken, wie das hier mit dem Hügel aussieht. Eigentlich nicht ganz so cool. Ja, nee. Nee, muss nicht sein. Gibt's hier sonst noch einen Weg durch den Wald oder so? Nicht wirklich. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Das sieht hier gar nicht so... Also das sieht hier wild aus, aber nicht so wild, wie es in echt aussieht. Naja. Dann fahren wir den langen Weg. Einmal... außenrum an der Straße. Dann ist das so. So. So, mal gucken. Nee, weit, weit weg. Schade, ich habe gedacht, vielleicht haben wir schon den richtigen Auftrag automatisch ausgewählt. Aber nö. Aber das macht nichts. So. Denn ich möchte... vielleicht da nochmal durch den Wald fahren, weiß ich nicht. Irgendwann. Stahlträger. Kurze Rote. Und ich glaube Sand war es, ne? Einmal holen. Für Wasserboom 1. Jawohl, wir machen nämlich einen der Wassertürme wieder schick. Können wir hier eigentlich mit Auflieger durch? Ich glaube, das schaffen wir, oder? Ja. Guck mal, da schlängelt der sich so zwischen den Bäumen durch. Wie eine Schlange. So, Alter, können wir auch mal aktivieren.
Und ihr was Schönes kommentieren. So. Das muss ich nochmal kurz loswerden. So. Wir gucken. Hier. Wasserboom 1. Jawohl. Stahlträger, Metallrollen. Ah, Metallrollen war es. Genau. Und kleine Rohre. So, dann heißt es hier einmal Stahlträger, jawohl. Dann Metallrollen einmal und kleine Rohre. Sehr schön. Weil dann haben wir nämlich einmal die Pritsche voll. Beziehungsweise den Pritschenauflieger. So. Wir wenden hier fast schon auf der Stelle. So, da hinten wäre der normale Weg, glaube ich. Aber wir haben ja hier diesen Weg etabliert. Schon mit dem Kenworth. Alter, habe ich noch an. Ja, okay. Leute, wir sind ja halt jetzt auch ein bisschen schwerer beladen. Und dann Offroad zu fahren ist natürlich ein bisschen was anderes. Oh, wo ist Gras hier? Muss so aufpassen, dass da keine Pokémon sind, die uns angreifen. So. Ach ja, die guten alten Pokémon-Zeiten. Ich bin ja mit Pokémon aufgewachsen. Das war auch mega cool. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Pokémon gespielt habe. Damals auf dem Gameboy. Die rote Edition von meinem Bruder. Später habe ich dann auch die blaue Edition gekriegt. Da konnte man ein bisschen durchtauschen. Und die habe ich dann damals, weil ich keinen eigenen Gameboy hatte, auf dem Super Nintendo, auf dem Super Gameboy gespielt. Das war immer mega cool. Und dann später auch mein liebstes Pokémon-Spiel, Pokémon Silber. Da weiß ich auch noch genau, hatte ich einen Kollegen in der Schule. Der war damals schon relativ gut unterwegs mit PCs und so weiter und Internet. Ich hatte da noch gar keinen PC zu der Zeit. Und der hatte irgendwie eine geleakte Version von Pokémon Gold, glaube ich, auf dem Emulator. Natürlich alles illegal, aber ja, Kinder halt. Und das haben wir dann immer gezockt. Das war schon echt cool. Und dann ist Silber und Gold auch hier rausgekommen in Deutschland. Weil das war noch alles auf Japanisch. Die Version, die er hatte. Das war, glaube ich, auch mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Vielleicht schon, weil man in Johto unterwegs war. In der Welt von Silber und dann danach, wenn man Pokémon-Meister sozusagen geworden ist von Johto, konnte man auch nach Kanto, also in die Welt von Pokémon Rot und Blau, und konnte da auch nochmal alle Arena-Leiter besiegen und so weiter. Das war schon ganz cool. Das war schon mega. Bei Pokémon ist halt ein gutes Rollenspiel. Einfach. Ich werde überlegen, ob ich in den Lastengang gehe wieder. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, dann machen wir das auch so. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, hier nach rechts, ne? Ich glaube schon. Schwebt da in der Luft? Kann ich das hier sehen? Nee. Aber da schwebt doch irgendwas in der Luft. Da, ein Stein. Ja, okay. Na gut. Und ich muss sagen, ey, die Musik bei SnowRunner ist sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie es in Michigan und so weiter ist. Michigan, Alaska.
oder Taimir. Aber jetzt British Columbia war, glaube ich, ganz cool. Die Musik. Serbai war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und hier in Ontario auch. Ich glaube, Yukon war auch gut, ne? Ich glaube, die Musik da war auch sehr gut. Wir machen mal Differentialsperre an. Dann komme ich hier ein bisschen besser voran. Durch den Matsch. Das können wir auch schon wieder ausmachen. Sehr schön. Und wir fahren so ein bisschen wie auf Schienen. Das heißt, ich kann ein bisschen nach hinten gucken. Und den Truck angucken. Licht an- und ausmachen. Und so weiter. So, hier ist jetzt genau das Haus, wo wir Zement hingeliefert haben, glaube ich, ne? War das letztes Mal. Jetzt machen wir wieder Differentialsperre an. Mann, 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 so viel Wasser. Zum Glück habe ich die großen Schnorchel dran geballert. Das ist halt auch ein bisschen Overkill, aber... Ah, bisschen hin und her gerutscht. Naja, macht nichts. So, hier wird es wieder ein bisschen spannender werden. Das ist hier doch schon... Oh, das wird echt... Ist echt schräg hier. Ui, okay. Oh oh. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht. Ich will natürlich nicht den Auflieger wieder umkippen. Das einzig Gute ist, wir haben einen Kran. Wenn ich hier ziehe, dann müsste er sich doch wieder aufstellen, so ein bisschen, oder? Oder auch nicht. Mist. Ich hatte es schon befürchtet, dass diese Stelle hier Probleme bereiten wird. Weil es hier doch schon ziemlich schräg ist. Also hier muss man auf jeden Fall aufpassen, wie man fährt. Ja. Mit ein bisschen Rock. Ja, jetzt natürlich alles, glaube ich, nicht mehr verladen. Ja. Hm. Ich hier ziehe. Nee. Ich versuch's mal mit dem Kran. Ob das klappt. Auf jeden Fall nicht. Ach, Mann. Immer diese Kran- und die Windensteuerung, die bringen mich immer durcheinander. So, was ist, wenn ich den hier hochziehe? Kann ich den hier vielleicht einfach ein bisschen hochziehen und dann auf den Sattel bringen? Ah, nee. Hatte gehofft, dass ich den irgendwie auf den Sattel bringen kann. Und dann verladen, beziehungsweise Auflieger dran machen.
So, na gut, dann müssen wir einmal neu beladen. Ärgerlich, aber so ist das. So. So. Aber wenigstens können wir jetzt ankoppeln. Jawohl, sehr schön. So. Zum Glück haben wir einen Kran dabei. Dann ist es doch alles halb so wild. Na komm. Schon einmal die Metallrollen, natürlich alles so ein bisschen unter dem Auflieger jetzt, schon immer so ein bisschen doof da dran zu kommen. Kann ich den hier so wie beim Billard einmal. Nice. So, ich versuche mal zu verladen. Sehr gut. Das funktioniert. Ach so. Und dann können wir nämlich, glaube ich, wieder entladen. Und ich versuche mal, alles ein bisschen nach hinten zu schieben. So, einmal so. Und dann mit dem Ausleger. Ah. Mist, die Metallrollen wollen nicht so ganz. Die verkeilen leider. Ah. Okay. Jetzt aber, oder? Ach Mann. Also die Metallrollen sind auf jeden Fall ein bisschen doof. Hm. Die mag ich nicht. Ach, na gut. Dann lass uns die vielleicht hier einmal wegholen. So. Das nach hinten schieben. Komm mal, so einfach geht das. Ups. So. Und jetzt dann nochmal die Rote herholen. Ja. Ich musste das nämlich ein bisschen verschieben, damit ich alles wieder drauf bekomme. Weil die Rote ja sonst nicht drauf passen. Beziehungsweise ich mit dem Auslegerarm nicht ganz nach hinten komme. So. Verladen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Hat sich die Lieferung ein bisschen verzögert. Naja. Was soll's. Hauptsache, sie kommt an. Würde ich sagen. Yes. Mal wieder herstellen. Und es ist schon Abend. Mann, Mann, Mann. Das geht aber fix hier. Wenn man einmal umkippt. Ja, zum Glück sind wir nicht ganz umgekippt. Nur der Auflieger, aber... Ja, habe ich schon gedacht, dass diese eine Stelle da schon ein bisschen gefährlicher sein wird. Aber... Habe ich einfach nicht aufgepasst. Hab's ein bisschen unterschätzt, würde ich mal behaupten. So. Und zum Glück sind wir gleich schon da. Da vorne sehe ich schon den halbfertigen Wasserturm. Den lassen wir plus Differentialsperre an. Jawohl. Krieg mein Käffchen aus, denn es ist schon spät. Eigentlich gar nicht so gut, dass ich jetzt noch Kaffee trinke.
Das ist auch nicht so gut. Auf einen Stein aufgefahren. Ja. Mann, Mann, Mann. Dann auch noch Steine hier im Weg. So. Wir wieder einen Lastengang mit Differentialsperre und... Ah. Sehr schön. Ich finde das gut, dass hier im Bereich nicht so extrem dunkel wird. So, da vorne sind wir auch schon. Und ich hoffe, dass es eine Aufbauanimation gibt. Aber ich denke mal schon, oder? Das wäre jetzt echt ein bisschen doof, wenn es keine geben würde. Das jetzt einfach nur so aufploppen würde. So. Stahlträger. Jawohl. Metallrollen. Jawohl. Und kleine rote. Yes. Water. Naja. Also es gab eine Zwischensequenz immerhin. Naja. Siehst du? Und du meintest, wir würden das nicht brauchen. Wer sagt denn sowas? Natürlich tun wir das. Jetzt können wir arbeiten. Yes, sehr schön. Und ich denke mal, hier muss ich jetzt Wasser hinliefern oder so, ne? Okay, ich kann es leider nicht sehen. Aber, na gut. So, der Wasserturm ist fertig. Weiß nicht, ist es dann hier so irgendwelche, ja, Reparatur des Wasserturms? Ach, hier sind auch nochmal welche, die man reparieren muss. Okay. Ja, okay. Unterkauf und kleine Rote zweimal. Hm. Löschen des Feuers. Okay. Na gut. Kriegt man hier jetzt Wasser? Oder muss man dann hier Wasser hinliefern? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Und dann geht's nächstes Mal weiter in Ontario, Kanada.